Palmer und Desander. Moment. Desander und Palmer reden heute mal über Beef. Und nein, nicht das Fleisch, sondern Stress mit anderen Leuten. Primär geht es um den Beef mit Spindel bzw. Spasti und der Depa. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, in dieser Folge erfahrt ihr, was da gerade los ist. Übrigens ist es Sanders Audioqualität heute etwas scheiße, weil er sein Mikrofon in eine neue Position gestellt hat. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jetzt legen wir aber mal los. Also würdest du Werbung schalten in dem Podcast? Am Anfang vielleicht und am Ende. Also auch am Anfang. Also es gibt nichts Nerviges, wenn du Dokus guckst zum Einpennen und dann läuft inzwischen drin eine Werbung. Das ist so nervig. Du bist fast weg, schon halb im Koma. Und dann kommt einfach noch eine Werbung und weckt dich wieder auf. Das ist so schlimm. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt am Schlafen bist, aber ich lande nicht, ich versetze nicht, mich nicht ins Koma, wenn ich einschlafe. Also ich leg mich hin, dann werden die Augen immer schwerer und dann bin ich irgendwann weg. Und du spielst bis zur völligen Ermüdung noch bis um 6 Uhr morgens irgendwelche Games und dann pennst du halb im Stuhl ein. So ein ja, Ding ist das. Ich schlafe natürlich bis 1 Uhr oder so und dann gehe ich ins Bett. Also fast. Kannst du mir das erzählen, weil Menschen, die bis um 1 spielen, die schlafen nicht jeden Tag bis 14 Uhr. Ich spiele bis um 1 und bin dann... Guckst du mal Videos bis um 5? Ja. Ja, siehst du, das macht schon eher Sinn. PC, das mache ich dann, entweder auf dem Sofa beim Entspannen oder im Bett. Ja. Weil wir wollten eigentlich nicht über unsere Schlafgewohnheiten sprechen. Egal, schneid's da raus, ja? Schneid mal raus. Gut. Du lässt es eh drin am Ende des Tages, weil du zu faul bist. Gut. Ja, wir reden über diese komische, ich nenne es mal Beef, Peak, komisch, Kacke da, die momentan Depa durchlebt. Depa versus drei Randoms. Spindy, Marv, Joe und Kuruma Matata. Auch wenn man den Depa davon nicht spürt, weil die Typen von der Irrelevanz sind, aber okay. Hast schon recht. Damit ist das Thema eigentlich auch beendet. Genau. Schön, danke fürs Zuhören. Ja, was willst du halt da großartig zu erzählen? So, wir haben die halt, ursprünglich haben wir die ja kennengelernt, weil Yassin die mit angeschleppt hat. Ja, stimmt, du könntest vielleicht mal auch für mich, weil ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Du könntest einfach mal erklären, was so am Anfang passiert ist, dass das halt angefangen hat. Also angefangen hat das alles damit, dass ich Yassin kennengelernt habe. Und zwar hat er irgendwie gepostet, dass er auf PS4 spielt. Habe ich ihm geschrieben, was? Warum weiß ich davon nichts? Das kann doch gar nicht sein. Du sollst sagen, wie das mit dem Beef angefangen hat. Nee, pass auf. Ich mach das Geschichtsbuch auf. So, und dann haben Yassin und ich zusammen gespielt und irgendwann hat er halt diesen Marv Joe mit angeschleppt. So, also war es ein guter... Ja, basically. Das ist auch einer, mit dem wir Beef haben. Also Marv Joe, Kuruma Matata und Spindy. Ich nenne ihn ja gerne Spasti. Wir nennen ihn jetzt auch hier Spasti. Ja. Also wie gesagt, Kuruma Matata, Spasti und Marv Joe. So, und... Ja, Yassin hat halt Marv Joe mit angeschleppt und der war ganz sympathisch. Und der hat halt gesagt, yo, kann man eigentlich zu euch in die Depa? Da haben wir gesagt, ja, lass erstmal spielen. Haben wir ein bisschen gespielt. Und am Ende haben wir gesagt, ja, bist ganz korrekt, komm mal rein. Dann war der halt drinne. Und irgendwann ist Kuruma Matata auch in die Depa gekommen, weil... der auch irgendwie ganz nett war, so. In die Depa. In die Depa. Das heißt die... Crew. In die Crew, ja. Okay. Ja, und dann... kommen wir jetzt zu den... ging alles gut, dann sind die auch irgendwann wieder rausgegangen und haben dann ihre eigene Crew da gegründet oder was auch immer. Casual Vergaser. Warum auch immer. Und haben dann schon so ein paar Sachen gedroppt wie, ja... Ich zum Beispiel wäre ja voll abgehoben, weil ich ja nie mit denen spiele, beispielsweise, aber die haben nicht verstanden, dass ich generell da kein GTA mehr gespielt habe zu der Zeit und eigentlich jetzt auch nicht spiele. Wäre schon dafür gewesen, dass du deinen Beruf kündigst, dafür, dass du damit spielen kannst. Stimmt, warum habe ich das eigentlich...
Ja, warum habe ich das nicht gemacht? Das ist voll eine gute Idee. Ja, so. Weil du abgehoben bist. Stimmt schon. Was heißt abgehoben? Ja, das Einzige, was abgehoben ist, ist halt mein Kontostand, so, aber mehr auch nicht. Gut, und jetzt zu den letzten Ereignissen, warum eigentlich der Beef so entstanden ist. Yasin hat anscheinend mit Spindi oder Spasti ein Problem, weil der wohl ein paar Aktionen rausgehauen hat, die gegen Yasin, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Das Thema möchte ich ja nicht weiter erläutern. Hat er da ein paar Sachen gedroppt, die nicht korrekt sind, und Yasin hat halt Shots zurückgeteilt, hat da ein paar Sachen zurückgehauen, und deswegen hat dann Spindi gesagt, ja, jetzt ist offiziell Krieg. Casual Spasti Vergaser gegen Depa. Ja, okay. Also nur weißt du, was der da rausgehauen hat gegen Yasin? Ja, aber das kann ich dir im Nachhinein erzählen, das müssen wir jetzt nicht hier so kundtun. Also der haut aber, also ich fasse nochmal zusammen, zu der Marv Show, wie sind die beiden nicht dazu, zum Spasti dazu gekommen? Die kannten sich wohl auch. Alle. Da haben sich gedacht, ja, mach mal mit. Ja. Also, die sind rein, dieser Kuruma Matata und Marv Show. Und irgendwann sind sie dann da raus, sind sie aus dem Fall wieder raus, weil sie dann ihre eigene Crew da machen wollten. Ja. Und dann sind sie. Und dann haben sie halt die ganze Zeit angefangen gegen dich oder halt an sich gegen Depa zu schießen. Dann haben sie was gegen. Ja, so leicht, ja, ganz klar. Irgendwas hartes, ja. Und dann hat sie Boot halt da mit Krieg angefangen. Korrekt? Ja, ja. Cool. Und ja, da sind wir jetzt. Leute. Das sind drei Leute, richtig. Und die legen sich mit einer Crew an, wo über 100 Leute auf dem Discord-Server sind. Ja. Chillig. und naja, wie soll ich das sagen? Also, abgesehen davon, Depa war ja noch nie so die beste Crew, und kann man ja, also wir sind, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass wir krass beispielsweise in GTA sind. Muss man aber auch nicht. Ich meine, es gibt immer Leute, die besser sind. Also es gibt 10, 20, 30 Leute, die locker besser sind in GTA als ich so. Habe ich kein Problem mit. Dafür würde ich im Umkehrzug würde ich jeden GTA-Spieler in Hand Showdown jetzt beispielsweise rasieren. Da bin ich besser als jeder andere. Hör auf, sowas zu sagen. Es gibt immer jemand anderen, der besser ist als man selbst. Ihr wachsen sonst doch Hasen worden. Ja, stimmt schon. Ich wollte nur mal kurz die GTA-Szene noch fronten. Ja, das ist auch richtig so. Würde ich auch natürlich selber machen. Das Ding ist, Depa ist halt nicht dafür bekannt, dass wir jetzt die krassesten Leute sind. Wie zum Beispiel PC Pilots Crew als Beispiel. Aber. Ist oder Jagdgeschwader. Hier, ja, Hust, Hust. Genau. Aber, gibt's nicht mehr. Aber es ist halt so, dass wir halt dafür zwar nicht die krassesten sind, auch nicht damit flexen, dass wir angeblich die krassesten sind, sondern dass bei uns einfach der Zusammenhalt zählt. Ja. Wir sind halt ein Team. Das ist es halt. Wir sind halt nicht so, ja, der ist der Beste und der ist dann auch noch besser. Wir sind halt ein Team, wir arbeiten zusammen. Ich hab einfach noch Spaß am Gaming und finde das einfach geil, wie hier sich ausgetauscht wird, ne? Dieses soziale Leben, in Anführungszeichen, was ja in der Online-Welt nicht immer so geil praktiziert wird, wird bei uns groß geschrieben, ne? Ja. Bei vielen ist das auch, ist halt vor allem bei den meisten Crews ist ja dann auch, also bei vielen Leuten ist ja so, da wird dann auch irgendwie gefragt, so, ja, wie sieht der aus, wie heißt du? Bei uns ist das halt scheißegal. Ja, es hat damals sogar Virus gemacht, als er Leute in FA1H aufnehmen wollte und so, da hat er halt die Leute gefragt, wie heißt du, schick mal ein Bild von Personalausweis und sowas. Ganz ekelhaft, also so ein Ding ist es. Ja, warum naja. Sowas? Virus halt. Ja, warum macht man sowas? Ja, frag ihn. Nee, das ist das Letzte, was ich machen werde, mit dem Kontakt suchen. Stimmt schon. Muss ich dir... Vielleicht guckt ihr unseren Podcast und schreibt jetzt was in die Kommentare. Und dann er so, ihr seid voll doof, ey. Was labert ihr über mich? Jetzt sogar Lord Petten. Ah.
gehe ich halt zu seiner Mutter petzen. Meine Güte. Wird er von zu Hause rausgeworfen. Auf jeden Fall. Ja, also das ist es halt, ne? Das ist halt, dass der Zusammenhalt passt und so. Und das kann selbst Blacker Cooler kann es nicht verleugnen. Der war ja auch mal DEPA-Mitglied. Aber er hat sich als hier nicht ausgehalten, weil er doch irgendwo noch den Willen hatte, sich zu verbessern. Hat er auch geschafft, deutlich. Aber er hat ja auch offen und ehrlich zugegeben, dass er bei uns wirklich Spaß hatte. Was er beispielsweise im JG nicht hatte. Da die Art zu spielen, das hat ihm einfach keine Freude bereitet und so. Und das merkt man auch. Dass er da viel, viel dreckiger spielen musste und so. Was hier auch gar nicht praktiziert wird oder so. Klar, ab und zu kommen da ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht so skillvoll sind. Beispielsweise Orbitalkanone gegen Spasti oder sowas. Aber, ja, Digga, also wer das noch ernst nimmt... Wer das noch gehört zu unserer Kategorie von Depa und das ist Chantal X-Fam, oder wie das heißt. Ja, Chantal X-Fam. Aber Chantal X-Fam, muss man sagen, gehört ja auch irgendwo dazu. Wenn Depa die AfD, dann wäre Chantal X-Fam so der Flügel. Schlechtestes Beispiel ever, Alter. Das ist mir gerade als erstes eingefallen. Ja, klar, dass du irgendwas direkt wieder mit AfD assoziierst, Kappa. Ja, keine Ahnung, das ist halt das erste, was mir eingefallen ist. Ich weiß halt nicht, gibt's in der CDU oder so auch einen Flügel? Du hättest ja auch eine andere Partei nehmen können, du hättest ja auch mal sagen können. Also wenn wir die CDU sind, dann ist Chantal X-Fam Armin Laschet oder so, Digga. Das wäre halt heftig gewesen. Nein, was weiß ich. Ja, also eigentlich, streng genommen, geht's ja um den Beef. Was wir allgemein dazu sagen können, ist einfach unnötig. As fuck. By the way, ich hab gesehen... Unnötig, es ist useless, die werden... Es ist aussichtslos für die, die... Ja, ist es auch. Pass auf. Und deren neueste Strategie ist es einfach, die haben eine Abstimmung bei sich gemacht, also der Spindy hat eine Abstimmung bei sich gemacht, wer wird gewinnen, Casual, Vergaser oder Depa, und er, auf seinem Insta-Account macht er die Abstimmung und am Ende steht sie 70 zu 30 für Depa. Digga, F an den gefallenen Bruder. So, weißt du, und die sind halt total grottig in GTA und wenn die sich jetzt das Video angucken, ihr seid herzlich, ich lade euch jetzt hier mit offiziell 1 um 1 gegen 1, zum fairen 1 gegen 1. Keine Spielchen, faires 1 gegen 1, immer cooler, im Jet, whatever, sucht's euch aus. Ist mir relativ egal, ist mir Schnuppe. Vorzugsweise würde ich aber Heli bevorzugen, weil das einfach der Maß, das Skill ist. So, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz räudig seid, gegen das Thunder mit dem Noobbike ankommen, dann macht das Thunder mit seinem Noobbike und dann petzt euch einfach weg. Ding upside down so, you know? Wobei ihr wahrscheinlich nur Noobbiken könnt, so wie ich gehört habe. Nee, vermutlich können sie Noobbiken, aber dann Noobbiken sind nicht so professionell wie ich upside down, sondern dann einfach so ganz normal mit ECM, wie der die letzten Lowbobs eiern dann auf einen zu. Können vermutlich nicht mal ohne upside down ausweichen, also so richtig Lost. Ja, wer kann auch, Digga, also. Ganz weirder Front gerade von dir. Loopback-Raketen ohne Upside-Down ausweichen ist eigentlich nicht möglich. Natürlich. Doch, ist schon möglich. Doch, ist möglich. Doch, hast recht. Loopback gegen Loopback nicht Upside-Down, wenn du da die Ausweichtechnik... Du weißt, welche ich meine kennst. Ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, das zeigt schon mal wieder, was für ein overpoweredes Scheißteil das ist, ey. Unfassbar. Wenn man richtig beherrscht, braucht man nicht mal Gegenmaßnahmen, um den hart aggressiven Raketen von Loopback auszuweichen. Die Luxo kann man ja theoretisch, kann man ja auch ausweichen, aber das ist halt nicht mehr... Ja. Aber gut, wenn du das Timing von den Raketen richtig raus hast, dann ja. Aber auch nur, wenn er ein, zwei Raketen schießt. Wenn er schon mehr als drei schießt, ist es vorbei. Ja. Wenn du dann upside down kannst, dann kann er sein ganzes Magazin rausballern. Ja. Aber das ist ja Loopbike und das ist ja wie Orbi und darum ist ja Depa so schlecht. Weil wenn einer Orb, dann machen das alle aus Depa. Ah, so ein Schwachsinnsargument. Ich meine, gut, einer der beiden Anführer von Depa, der orbt auch echt gerne auf PC. Wen meinst du, Digga? Weiß ich nicht, du kennst. Ich meine, du kennst die Person echt gut. Das ist die Person, die, wenn du ins Badezimmer reingehst, die dich dann im Spiegel anguckt. Hä? Fand ich jetzt nicht lustig, muss ich sagen. Ist ja
so, du bist ein Orbi-Knilch auf PC. Ja, auf PC, Digga, wen juckt's auch mit Mod-Menü, weißt du? Also, lustig war ja, als ich bin die, als ich in die Lobby gekommen bin, saßen die ja, sind die direkt in den Hangar und in die Basis geflüchtet. Und dann habe ich geschrieben, warum die das tun. Und dann schreiben die ja, wegen Orbi, du und Chantal sind ja bekannt dafür. Wahrscheinlich. Bin ich bekannt dafür. Ja. Ich bin bekannt dafür, dass ich kein GTA spiele und nicht, dass ich Orbe. Das ist genauso bekannt, wie wenn man sagt, ich spiele viel Hand. Ist genauso schwachsinnig. Ja, da verwechseln die was. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die das machen, weil sie sich irgendwie auch hoffen, dass sie wirklich, ja, ich sag mal wirklich, dass sie Skill beweisen wollen, meinst du? Entweder, dass sie Skill beweisen wollen oder dass sie wirklich denken, dass sie uns überlegen sind, sondern einfach nur, damit sie irgendwie Aufmerksamkeit oder so bekommen. Kann ich mir auch mittlerweile vorstellen. Ja. Ich meine, deren neueste Taktik ist ja einfach zu sagen, ja, wir haben die besiegt. Ja. Yeah. Wow. Die haben uns echt schön besiegt, Alter. Die haben... Das ist so dieses richtige... Die haben drei Leute von uns georbt, krass besiegt, Digga. Wir haben die mehrfach georbt, mehr weggeorbt und auch normal getötet. Ja, die haben uns krass besiegt, ne? Krass. Ich finde es so abnormal dumm, ne? Einer von uns orbitalt die. Die heulen tagelang rum. Der hat uns orbital, die sind voll schlecht. Und was ist deren Reaktion? Wenn wir und die uns orbitalen, dann machen wir das jetzt auch. Ja. Wie so richtig kleine, schwer erziehbare Scheißkinder. Vor allem, ich muss sagen, ich hab damit einen kleinen Trend gesetzt. So, ich meine, ich hab angefangen und Chantal hat angefangen, Spindy zu orben. Und jetzt kommt auf jeden Fall jeder gefühlt an aus der GTA-Szene und hält da trotzdem noch mit rein. Cancer's Love hat ihn weggeorbt, Hybrid hat ihn weggeorbt, Official Psycho hat ihn weggeorbt. Digga, also... Das ist jetzt der neue Trend in GTA Online Deutschland. Ja. Spin die oben, orbt einfach Spindy, spaß die weg. Macht einfach. Spasti ist das neue Alien, das GTA. Digga. Also, wer Spindy, Spasti, Orb, Digga, der kriegt bei mir eine persönliche Erwähnung in der Story, Digga. Ja. So ein Ding ist das. Dem gebe ich ein fettes Bussi. Du hast ja meine Story auf Instagram, die ich mit Official Depa Crew gemacht habe, ne? Die hast du ja gesehen. Ja, hab ich gesehen. Der ist ja wirklich, weil Dodo da ein Bild von sich gepostet hat. Ich meine, kann ja gerne machen, das ist ja, wie gesagt, mir ist scheißegal. Wenn er das machen will, dann kann er sowas machen. Der hat da echt ein Bild von Dodo rausgenommen und hat in seine Story gepostet und hat drunter geschrieben, so stellt man sich die Leute von Depa vor. Und? Weil wir auch alle erstens gleich aussehen und zweitens, Digga, ich will gar nicht wissen, wie er ausschaut, ne? Weil wir auch alle so gut aussehen, sind wir dumm. Grüße gehen raus an Dodo, du guckst das eh bis jetzt. Ja, also... Digga, wer auf Aussehen geht, weil er keine Argumente mehr hat, weil er einfach hops genommen wurde, Digga, das ist somit das allerletzte, was man machen kann. Noch irgendwie eine Person irgendwie öffentlich probieren anzugreifen, weil man es einfach nicht geschissen bekommt. Das habe ich ja auch so in die Story reingeschrieben. Das ist halt wirklich ein Armutszeugnis, Digga, da weißt du halt schon, dass die Leute halt komplett traumatisiert sind, dass sie jetzt schon paranoid sind, weil die immer Angst haben müssen, dass Parma seine Leute schickt, dass die Spaß die nachjoinen und weg oben. Wer ist dieser Dasander, hä? Mein Name steht am Anfang vom DH. Stimmt schon. Erst kommt das DE und dann kommt das PA, also denk mal drüber nach. Ich lasse es einfach mal gegen dich zu fronten. Ich lasse es einfach mal. Du hast jetzt die Argumentation gegen mich jetzt gewonnen. Fertig. Dabei bleibt's jetzt. Ich will jetzt hier nicht. Was du sagen wolltest. Ja. Du gehst auf nur. Zum Schluss. Soll ich dich richtig wegfronten? Richtig? Du gehst auf eine Highschool. Du gehst auf eine Fachhochschule für Soziales und eine Fahrschule gleichzeitig. Du gehst auf eine Baumschule, Alter. Du
Krass, ne? Das ist Lüge. Ja. Ich hoffe, man hat einen Führerschein machen können. Was passiert wohl? Ich denke wirklich in letzter Zeit drüber nach. Glaubst du, ich werde meinen Führerschein vor dir bekommen? Nein! Kommt drauf an, wie schnell deine Behörde arbeitet. Ja, dann, sächsische Behörde, beste. Meine Behörde arbeitet so wie Spindys Gehirn, Digga, extrem langsam. Aber wirklich. Arbeitet Spindys Gehirn überhaupt? Oder denkt er mit seinem großen C? Das ist eine gute Frage. Ja, der denkt vermutlich nur mit seinem PlayStation-Controller. Die Sache ist halt, das ist halt, findest du, eine Crew kann aus 3 Leuten bestehen? Das ist ein Trio. Das ist keine Crew. Das ist halt ein Trio, ne? Eine Crew sind halt locker 5 oder so. Eine Crew sind 5, eine Crew sind 10 Leute oder mehr. Ja, das ist ganz weird, Alter. Einfach nur zu dritt. Und am Ende heißt es ja wieder, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie am Ende ankommen oder Marv Joe wenigstens, weil der noch der vernünftigste von den drei ist und sagt, ja Jungs, ihr habt ja gewonnen, kann ich nicht doch wieder zu euch. Ja, Marv Joe ist glaube ich sogar einer, der mit Jan, Knut, Paul etc. zu tun hat. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Weil aus der Zeit, wo ich bei denen war, aus der kenne ich den. Den hat der Yasin angeschleppt. Ich kenn den schon länger. Meinst du? Oder ich glaube, der könnte auch von Katziate sein. Der geht überhaupt noch? Katziate, ja, ich war erst mit dem vor wenigen Tagen in der Party. Okay. Ich war sehr lustig, muss ich sagen. Physics war so die Nebenfigur von Marvin irgendwie so, aber von Physics hört man mehr als von ihm. Ja, ich glaube, das gilt auch wirklich. Das ist auch der Grund, also Marvin probiert ja wirklich konstant aus dem Weg zu gehen und irgendwie alles zu vermeiden, diesbezüglich. Desbezüglich? Na, dir bezüglich. Okay. Ich hab mir auch, wo ich mit ihm in einer Party war, so letztens, guck so auf meine Startseite, sehe irgendwas von Politik und red so rein in die Party. Jungs, soll ich euch mal die Party versauen? Er schreibt so inwiefern und Marvin hat Akula so inwiefern und Marvin so, lädst du das Thunder ein oder was? Und ich habe gesagt, nee, eigentlich wollte ich mit euch über Politik reden. Also Marvin, ganz, ganz weird. Also ihr beide, glaube ich, ihr werdet euch nie noch nicht mehr vertragen. Ich finde es sehr interessant, dass ich es irgendwie geschafft habe, dass Akula da und ich jetzt einigermaßen neutral sind. Hat Akula aber auch zugegeben, hat echt Spaß gemacht. Also auch in GTA und. Also, der Junge scheint wirklich seinen Hass, den er gegen dich hat, irgendwie abzulassen. Das Ding ist, und auch zur Vernunft zu kommen. Für mich ja auch, also ich kann es ja immer ausmachen. Es ist ja immer, ist ja theoretisch auch Thema Beef. Also passt es hier gut rein. Ich kann ja mal sagen, was mich bei Akula immer gestört hat früher. Nicht nur, dass er ständig auf einen schießen muss, wenn man mit ihm spielt. Das fuckt so hart ab. Ich habe auch gemacht. Du bist auch ein Spaß. Nee. Jetzt beleidigst du mich schon als Spindy? Was soll denn das? Tut mir leid, ich nehm's zurück. Du bist kein Spaß, du bist einfach nur kernbehindert. Ich bin kein Spindy, ich bin ein Marv Joe. Nein, genau. Noch schlimmer. Nur ein bisschen dumm. Nur ein bisschen dumm. Nee, aber was mich an Akula immer extrem gestört hat, ist, dass er halt immer dabei war. Weißt du, was ich meine? Er war halt immer dabei, er war ständig da. Und jedes einzelne Mal, wenn man gespielt hat, hieß es, ja, jetzt ist Akula noch dabei und jetzt da ist der auch nochmal dabei. Das ist einfach nur anstrengend gewesen. Ich kann dich da völlig verstehen. Manchmal bin ich auch zu anstrengend, beispielsweise gestern. Ich musste ihn so anbrüllen in Hand, damit er endlich mal was geschissen bekommt. War ganz lustig. Ja, aber das finde ich, find ich auch so. Der Typ, hab ich dir ja gesagt, ne? Wenn der in Hand reinquatscht, ne, ich sag's, ich werd böse. Ja, das fühle ich schon. Aber kein Front hier an Akula oder so sein. Ich hoffe mal, dass zumindest an der Front da jetzt die Waffen niedergelegt wurden und
man sich jetzt einigermaßen wieder da vertragen kann. Willst du keinen Zwei-Fronten-Krieg? Nee, danke. Ging schon damals Urgroßoma wahrscheinlich. Urgroßopa Parma schief. Nee, ging schon damals für eine Bevölkerung, die eine ähnliche Nationalität hat wie ich, nicht gut. Eine ähnliche? Naja. Ja, ich meine, du bist ja Sachse und Sachsen sind ja fast Deutsche nur. Stimmt, Sachsen ist aus Deutschland ist aus Sachsen entsprungen. Jetzt fang bitte nicht wieder damit an, Alter. Das Thema hatten wir schon geklärt. Ja, ist doch so. Hör auf, sonst hast du bald keinen Podcast. Deutschland, Sachsen. Oder gab es noch irgendein anderes, etwas größeres, unbedeutendes Parteitag? Ja, wahrscheinlich. Preußen und unbedeutend, Digga. Hey, das Ding, ich muss mal ganz ehrlich sagen, vielleicht wurden wir das auch im Geschichtsunterricht dumm beigebracht. Ja, die haben dich indoktriniert da, so ein Ding ist das. Das kann auch sein, weil meine Geschichtslehrerin war echt dämlich. Aber das Einzige, was ich persönlich aus Preußen gelernt habe im Geschichtsunterricht, ist, dass es da war und das war's. Preußen war da und das ist halt, deswegen ist es cool. Das habe ich im Geschichtsunterricht darüber gelernt. Gegen die Siege, gegen Napoleon und so, wurde nichts erwähnt. Ah, chillig, ich Digga. Ich wurde nichts drüber erwähnt. Ja, ich weiß, okay. Preußen war da und es ist cool gewesen. Und wenn ihr es hat denkt, geatmet. Das war Propaganda für Sachsen. Wir hatten in dem gesamten Geschichtsunterricht, und das waren 4 Jahre, hatten wir, ich kann dir genau sagen, wie lange wir da Geschichte von Sachsen hatten. Und es war 45 Minuten. Weil es 45 Minuten lang mal um August den Starken ging. Und sonst haben wir nichts über Sachsen gelernt. Ah. Ist schon geil, oder? Das war bei uns auch so, wir haben in der 7. Klasse Sonnenkönig gemacht. Die stand da so vorne. Ja, heute fangen wir mit dem Sonnenkönig an und ich sitze nur in der hintersten Reihe. Wer ist der Hurensohn, hä? was soll ich über den lernen? Digga, erzähl mir was über den Zweiten Weltkrieg oder so, was relevant ist. Digga, was für Sonnenkönig, Digga? Ich bin Parma-König, bin zehnmal besser. Die Hälfte des Geschichtsunterrichts der 7. Klasse über Ludwig, den was weiß ich wie 4. Sonnenkönig gelernt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, wen interessiert dieser No-Hand? Ja, ist so. Irgendein scheiß Random, verpiss dich mit dem. Random take the L's, go back to story modus. Ja. Also wirklich, Digga. Ludwig, der, was war das? Kein Random, der nichts kann und sonst was es tut, soll. Also, Digga. Es gehört auch zum Thema Beef. Du fängst jetzt auch Beef mit deiner alten Lehrerin an. Genau, das habe ich schon so oft. Also, über den alten Pfad bin ich schon weg. Okay. Ja. Ich bin froh, dass ich so los bin. Ist auch Beef. Beef ist meiner Klassenlehrerin. Also das ist ein gut. Es passt alles zum Thema. Wie nennst du deinen Podcast? Parma und das andere reden über Beef? Ja. Okay. Gut. Was denkst du, wie wird sich das mit dem momentan aktuellsten Beef entwickeln? Ja, Digga, der wird irgendwann auslaufen und dann ist der halt weg. Ich sag's, in 2 Wochen juckt sich dafür keiner mehr, Digga. Fertig. Ja, stimmt schon. Ich meine. Also heute ist nochmal der 16.09., an dem wir das aufnehmen, by the way. Ja. Und es ist gerade 19.02 Uhr. Und Digga, in 2 Wochen, spätestens im nächsten Monat so, juckt es niemand mehr. Müssen wir mal gucken, wie sich der Beef entwickelt. Also im Zweifel, ich meine, du spielst ja eh kaum noch mit mir. Ich spiel doch mit dir, Kollege Schnürschuh. Hast du jetzt nicht verstanden, oder? Nee, irgendwie nicht. Ach, Parmalos. Ich hab gesagt, keine Ahnung, wie sich der Beef entwickelt, du spielst doch eh nicht mehr mit mir. Ja, raff ich immer noch nicht. Mann, ich meinte damit, dass es Beef zwischen uns beiden gäbe. Ach so. Du musst dir, was Witze angeht, schon was Besseres überlegen. Du musst einfach mal, ich werde dir mal einen Termin besorgen bei Trimax, der soll dir beibringen, wie man Lostens bekämpft. Also,
dein Humor, der geht nicht, klar, wie ein Rollstuhlfahrer, der geht nämlich auch nicht. Sacknase. Auf jeden Fall, ja, damit haben wir das eigentlich erledigt, so. Ich meine, bei uns beiden ist ja immer heile Welt, bei uns beiden gibt's ja gar kein Beef. Ja, beim Sticheln sich ja nicht so, aber guck mal, macht man halt. Ansonsten Thema Beef, wenn du dich wirklich für Beef interessierst, spiel einfach GTA-Szene und bau dir da was auf, Digga, und dann hast du irgendwann Beef fertig. Ja. Das ist halt. Oh, spiel ich auch kein GTA mehr, ich hab einfach. Ja, GTA ist so trash, da beeft dich jeder an. Das Ding ist, dieser Beef jetzt, dieser Krieg hat mich jetzt einfach interessiert, ich war gerade ziemlich in. Mir war auch langweilig, ja. Nee, erstens das und zweitens an dem Tag, wo ich gesehen habe, dass da irgendwie Krieg ausgerufen wurde, habe ich 3 Kriegsfilme gesehen vorher. Da hatte ich Bock. Digga, erstmal in GTA Amok laufen. Ja, weil ich kann ja, ich gehe mal kurz auf Amazon Prime, ich kann ja mal sagen, welche ich geguckt habe. Ja. Kannst du auch mal kurz angucken, wenn du Zeit hast, das sind coole Filme. Einmal habe ich gesehen Hunter Killer. Okay, wollte ich gucken, ja. Ist ein Humorfilm halt. Ja, doch, sagt mir was, aber habe ich noch nicht gesehen. Dann habe ich geguckt USS Indianapolis. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist ein Film über die USS Indianapolis, wie sie halt gesunken ist und wie die Crew halt gearbeitet hat, etc. Dann habe ich The Tomorrow War geguckt. Ja, habe ich gesehen, glaube ich, ja. Midway, das lebe ich mal eigentlich mal, weil der kostet Geld. Egal. Tomorrow War habe ich geschaut, Der Untergang nochmal. Ja. Stealth? Ja. Kennst du Stealth? Nee. Das ist ein Film über ein paar Leute, die. Ja, wie soll ich sagen? Eine Crew, die halt für ein Projekt. Also, es geht ein bisschen um die Air Force und die sind halt mit dem, in irgendeinem Projekt drin, was mit Stealth-Flugzeugen zu tun hat. Die kriegen irgendeinen neuen. Also die kriegen einen Co-Piloten, das ist eine Drohne, die halt selbst denken kann. Und diese Drohne wird halt von einem Blitzeinschlag so umprogrammiert, dass sie halt einen Krieg anfangen möchte mit Russland. Ja, und das ist halt die Geschichte. Und die müssen halt probieren, die Drohne zu zerstören. Interessant. Ja. Ich hab noch irgendeinen anderen Film geguckt, ich weiß mir leider nicht mehr, wie der heißt. Ja, also das sind so, ich habe halt Kriegsfilme davor gesehen und da war ich dann interessiert. Ja, für mich war es halt auch wieder so ein Grund, GTA zu spielen. Das war irgendwie was Neues, was Peppiges, ich war halt irgendwie daran interessiert so. Und wird interessant, vor allem weil Akulas Child jetzt auch wieder da ist, hat jetzt seine Playstation wieder so. Und jetzt haben wir noch jemanden mehr, der nochmal mitkämpfen kann, quasi. Also wenn die jetzt nicht aufgeben, dann weiß sagen, ich auch nicht. Auch wenn der vermutlich nicht zuhört, oder nicht mehr zuhört. Grüße gehen raus an den guten alten Ger Panzerlord oder halt Ger Dreamlord. Ja. Ist echt ein netter Mensch, muss ich sagen. Ja, ist schon nett, aber ich hatte ja mit dem anfangs auch meine Schwierigkeiten, weil der ja Depa als Nazi-Crew hingestellt hat. Dass wir sowas tolerieren, aber das haben wir ja dann in der Party geklärt. Ich hab den nochmal darauf angesprochen und der hat mir halt erklärt, dass dieser Spinny halt ihn da irgendwie drüber in Kenntnis gesetzt hat. Dass er halt durch Spinny dachte, dass das halt stimmt und er deswegen halt das gesagt hat und durch unsere Erklärung weiß er halt jetzt, dass Spinny halt gelogen hat. Ich weiß nicht, hast du seine 2 Stories gesehen, wo er da den Chatverlauf zwischen den beiden gezeigt hat? Ja, habe ich gesehen. Ja, also was der da schreibt, ist wohl schon sagen. Also Spinny probiert, der Digga, der denkt auch nicht nach und der probiert da einfach noch
ohne Beweise, ohne irgendwas Scheiße reinzustreuen. Und selbst ich konnte es ja widerlegen, dass Spindy der Trash-Talker ist, der wirklich sowas unterstützt. Ich meine, er ist in der GTA-Crew drinne, die für... Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ihr wisst alle, was ich meine. Die für den nicht so angenehmen Teil, die, Geschichtsteil Deutschlands spielt. Ja, genau. Der Rot-Weiß-Schwarze. Genau. Ja, genau. Und übrigens, apropos Grüße, weil ich es gerade sehe, Grüße gehen auch raus an Wargirl, ich nenne die Person. Wargirl gegrüßt. Ja, ich spiele mit Wargirl in letzter Zeit etwas. Das ist, ich schreibe mit der ziemlich oft in letzter Zeit, ich finde das sehr nett. Okay. Ja. Also wenn du mal wieder bei mir bist, fahren wir nach Berlin. Ich mache ein Date aus Kami. Alles Spaß. Gut, bis daher, liebe Freunde. 36 Minuten. Podcast. Wie viel? 36 Minuten. 37? 36. 30. 36. 36. Ach, 36. Ja, gut. Mann. Also eigentlich mega chillig. 36 Minuten. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, hört auf, Kaffee zu konsumieren oder ähnliches. Vom Pen. Wer jetzt noch und nicht schläft, dem empfehle ich Schlafhilfe, und zwar in den Keller, ein Hammer und ein Gummiband. Gute Träume. Ja. Wollen wir noch eine richtig? Die eine Freundin oder einen Elternteil haben, Hilfe ist da auch sehr willkommen. Wollen wir noch eine frische Verabschiedung machen? Das machen wir doch immer. Na dann. Gut, Leute, wenn euch diese Folge Podcast gefallen hat, dann ich mache mal erstmal für die Leute auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, dann runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, ihr kennt es ja. Schaut bei Parma vorbei, er ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt bei uns auf Discord, hier findet ihr ganz viele nette Leute und könnt in Depa rein. Falls ihr in Depa rein möchtet, schaut bei uns auf Instagram vorbei. Einmal @thesunderlord und einmal @parmaexotic. Da posten wir immer wieder schönes Zeug. Memes findet ihr auf thesunder und Parma Meme Channel. Auch auf Instagram. Somit würde ich sagen, habt noch einen angenehmen Tag, bis Tag, Abend oder Leben. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Podcast. Und für die Leute auf Spotify, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut es mich. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut in die Beschreibung vom Podcast rein, da findet ihr ebenfalls Parma und unsere Instagram-Accounts und YouTube. Somit würde ich sagen, habt noch einen angenehmen Abend, Tag oder Leben. Wir sehen uns demnächst auf. Double Time, Alter. Was? Ja, du hast richtig gedoubletimed und tschüss. Hier kommt